Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute startet das Video ein bisschen anders. Wie man im Titel wahrscheinlich schon lesen kann, geht es heute um den Zylinder. Der DR Evo 70 Kubik fliegt raus. Wundert euch nicht, der ist nicht mehr ganz so geil. Was ist denn hier los, Digga? Ja, auf jeden Fall werden wir heute den Zylinder umbauen. Es kommt jetzt ein Stage 6 MK1 Sport Pro oder Racing, ich weiß es nicht. Könnte entweder oder sein. Kommt jetzt rein. Ich werde den jetzt erstmal nur draufstecken. Ist noch die Ori-Kurbelwelle drin. Gucken, wie er läuft, ob er läuft, wieso die Leistung ist. Danach werde ich die Kurbelwelle machen, aber in dem Video geht es jetzt erstmal darum, ob der Zylinder läuft, wie der läuft. Ich kann euch den mal eben zeigen. So, hier ist der neue Zylinder. Ja, Gebrauch gekauft. Sehr, sehr günstig geschossen für 30 Euro. Irgendein Haar, Digga. Laufbahn ist an sich noch ziemlich gut. Ja, auf der Kamera sieht es natürlich jetzt übel beschissen aus, aber es ist noch gut. Das Einzige, was halt ist, das Gewinde ist am Arsch und das wurde einfach, Digga, auf Maximum gebohrt. Heißt, ich werde jetzt, hier ist das Gewinde okay jetzt drin. Heißt, ich werde jetzt das auch noch aufbohren und dann da passendes Gewinde reinschneiden. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier mit dem Zylinder an. Ich weiß nicht, ob ich das Offcam mache oder werdet ihr ja sehen. Aber das Zylinder einbauen werde ich filmen und danach gibt es natürlich auch noch eine Probefahrt. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Ah ne, Digga, da war ja was. Ich habe ja schon vorher gedreht. Moin. Probefahrt MK1. Ich habe sie versucht ein bisschen abzustimmen, aber da muss ich noch mal ran, weil ja, wir fahren mal was weiter weg. Gar keinen Bock jetzt. Wie ihr schon merkt, ne, das ist Vollgas gerade und die braucht und braucht und braucht. Ja, Moment, gleich ist sie da. Ja, das ist halt nicht das Wahre, ne? Halt nicht schnell, also es ist schon schnell, aber nicht schnell genug für den MK1. Und wenn ich stehe, dann beschleunigt sie eigentlich, also sie zieht durch und fängt dann an aufzuhören und macht dann so weiter. So. Ah, perfekt. Und wieder. Also das ist noch nicht so. Ich glaube, das ist zu viel Luft. Ich glaube, die kriegt zu viel Luft. Ja, das ist blöd, ne? Oder die kriegt zu wenig Luft. Zu wenig Luft kann ich beheben, indem ich einen Luftfilter abnehme. Aber ich glaube, die kriegt wirklich zu viel Luft. Da probieren wir hier mal einen Wheelie, ne? Muss ja hier auch Wheelie-proof sein. Und da fehlt die Leistung. Aber an sich ging die easy gerade hoch, wo die gezogen hat. Kein Bock. Und da fehlt die Leistung. Also ich denke mal, die kriegt zu viel Luft. Hier eben Kühlwasser ist noch gut. Ja. Muss nämlich die Dichtung ein bisschen fuschen. Wie man hier sieht, ist Dichtmasse. Ja, und halt der Luftfilter, ne? Der hat halt komplett viele Löcher drin. Aua. Ich denke, die kriegt jetzt zu viel Luft. Dadurch, dass hier auch der Luftfiltergasgang komplett zerlöchert ist, haben wir ein paar Mäuschen dran. Ich glaube aber auch nicht, dass ich irgendwas jetzt dabei habe, um das zu kleben. Nee, das ist ein Tuch, aber das bringt mir jetzt ja auch nichts. Ja. Nö, ne? Schön. Schönes Ding. Ah, nee, macht Spaß. Macht Spaß auf jeden Fall. Wir können mal mit dem Choke probieren, ob die mit dem Choke besser läuft. So, Hoffnung, dass er nicht rausgeht. Wir werden es merken. Aua. Ah. Nee. Oh mein Gott,
Alter, war das knapp, Alter, Junge. Ich habe im Vorderreifen schon rutschen gemerkt, Alter. Puh. War jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, ne? Ja, ich würde jetzt mal eben kurz zurück zur Garage fahren, den Luftfilter ein bisschen tapen. Und, weil es hört sich nach zu viel Luft an. Nicht nach zu viel Sprit. Ich habe jetzt auf dem MK1, ich habe mit Lilo geschrieben, er hat mir empfohlen, eine 120er Düse reinzumachen, damit lief die absolute Rotze. Dann bin ich immer stückchenweise runtergegangen, dann habe ich eine 115er reingemacht, lief scheiße, 110er lief scheiße, 108er lief scheiße, 102er lief scheiße. Jetzt ist eine 92er drin und es läuft auch scheiße. Aber es läuft halt besser. Also eben auf dem Parkplatz, als ich kurz gefahren bin, ging ja auf jeden Fall besser. Aber da hatte ich auch das ganze Tape, glaube ich, noch auf dem Luftfilter. Ich glaube, ohne Luftfilter, ohne das Tape bin ich die noch nicht gefahren. Also ich hatte den halb aufgemacht vom Tape. Aber jetzt, wo die wahrscheinlich warm ist, ist die erste sau laut. Also wirklich laut. Und läuft nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Der DR ging im Vergleich zu jetzt besser. Egal, wir sehen uns gleich auf jeden Fall, denke ich mal, wieder, wenn ich den Luftfilter getaped habe, ne? Ja. Sitz auf einer Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haflitz. Guck in die Ferne, sehe Cops, breiter Lenker wie The Rock. Alle wach in meinem Block, nur noch Tuning in meinem Kopf. Sitz auf einer Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haflitz. Guck in die Ferne, sehe Cops.